Salut, bienvenue bei Fit für Franze. Unsere Followerin Solange Affili bat mich, alle Zeiten des französischen Verbs mal auf einem Zeitstrahl darzustellen und ihren Gebrauch zu erklären. Merci Solange für diese Anregung, das mache ich sehr gern. Falls ihr auch Wünsche habt, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer von Fit für Franze, schreibt uns diese in den Kommentar, dann machen wir dazu ein Video. Doch jetzt zu den Zeiten des Verbs. Allons-y, los geht's! In diesem Kanal geht es ja um Französisch für die Schule. Daher zeige ich euch die Zeiten, die ihr im Laufe eures Franze-Unterrichts wahrscheinlich bis zum Abi kennenlernt. Darunter sind auch einige Exoten, das werdet ihr sehen. Beginnen wir auf unserem Zeitstrahl mit dem Präsent, mit dem wir Geschehnisse der Gegenwart, Gewohnheiten und allgemeingültige Aussagen beschreiben. Lucie aime les films de science-fiction. Lucie liebt Science-Fiction-Filme. Selbst zukünftige Geschehen, die als fest geplant und sicher gelten, lassen sich im Präsent ausdrücken. Demain matin, elle part pour Paris. Morgen früh fährt sie nach Paris. Schauen wir jetzt in die Vergangenheit. Dort kennen wir das Passé composé und das Imparfait. Wie du siehst, ordne ich beide Zeiten dieses Mal an derselben Stelle ein, denn sie beschreiben beide Vergangenes. Dem Imparfait gebe ich allerdings einen Zeitbalken. Das Imparfait und das Passé composé unterscheiden sich nämlich im Gebrauch hinsichtlich der Aspekte der Handlungen in der Vergangenheit. Mit dem Imparfait beschreibe ich Zustände, Begleitumstände und gewohnheitsmäßige Handlungen. Ich frage, wie war das damals? Was geschah damals häufig oder regelmäßig? Das Passé composé brauche ich dagegen, wenn ich abgeschlossene Handlungen und Ereignisse oder Handlungsketten, die nacheinander stattgefunden haben, darstelle. Ich frage, was geschah gestern, heute früh? Was geschah dann? Wie ging es weiter? Lucie regardait un film quand son copain est arrivé. Lucie schaute einen Film, als ihr Freund eintraf. Das Filmgucken dauerte schon länger an, aber es gibt eine neu einsetzende und in sich abgeschlossene Handlung, ihr Freund ist angekommen. Gehe ich auf meinem Zeitstrahl noch weiter zurück in die Vergangenheit, gelange ich zum Plusquamparfait, dem Plusquamperfekt. Jean est arrivé trop tard parce qu'il avait raté son train. Jean ist zu spät angekommen, weil er seinen Zug verpasst hatte. Das Plusquamperfekt bezeichnet Vergangenes, das vor einem Geschehen oder einem Zustand in der Vergangenheit abgeschlossen war. Wir bezeichnen dies als Vorvergangenheit. Jean hatte seinen Zug verpasst, das war, sagen wir, vor einer Stunde. Das ist eine abgeschlossene Handlung, die vor der ebenso in der Vergangenheit dargestellten Handlung, er ist zu spät angekommen, liegt. Daher brauchen wir in diesem Teilsatz das Plusquamperfekt. Zum Gebrauch der Zeiten der Vergangenheit haben wir das oben verlinkte Erklärvideo gemacht. Es lohnt sich, da mal reinzuschauen. Eine reine Erzählzeit der Vergangenheit, die in literarischen Texten und historischen Berichten Verwendung findet, ist das Passé simple. Es entspricht in der zeitlichen Zuordnung dem Passé composé. Statt zu schreiben «Son copain est arrivé» stände dann da «Son copain arriva». Und tatsächlich gibt es mit dem Passé antérieur auch noch die entsprechende Vorvergangenheit zum Passé simple. Das Passé antérieur verhält sich also zum Passé simple wie das Plusquamperfekt zum Passé composé. Die gute Nachricht, du musst diese Zeiten höchstens mal gesehen haben. Du brauchst sie niemals selbst bilden oder damit Texte schreiben. Wenn es dich interessiert, in dem oben verlinkten Video erklären wir, was das Passé simple mit dem Rotkäppchen zu tun hat. Wagen wir also lieber den Blick in die Zukunft. Das Französische hat mit dem Futur composé und dem Futur simple zwei Zeiten, um Zukünftiges auszudrücken. Lucie va regarder un film oder Lucie regardera un film. Für den Gebrauch dieser zwei Zeitformen gibt es keine festen Regeln. Während die Franzosen in der gesprochenen Sprache das Futur composé als auch das Futur simple verwenden, bevorzugt man in der geschriebenen Sprache das Futur simple. Zum Gebrauch der Futurform haben wir ebenfalls ein ausführliches Erklärvideo hier oben verlinkt. Dort stellen wir auch das Futur antérieur vor, die vollendete Zukunft. Quand je serai arrivé à Paris, je t'appellerai.
Sobald ich in Paris angekommen bin, werde ich dich anrufen. Je serai arrivé. Wörtlich übersetzt bedeutet das, ich werde angekommen sein. Das Futur antérieur brauche ich, wenn ein zukünftiges Geschehen, hier ist es das Ankommen in Paris, vor einem anderen zukünftigen Geschehen, dem Anrufen, stattgefunden hat. Vielleicht fragst du mich jetzt, und wo bleibt das Konditionell auf deinem Zeitstrahl? Wo gehört das hin? Klare Antwort von mir, die Verbform des Konditionell ist keine Zeit. Daher gehört sie auch nicht auf unseren Zeitstrahl. Das Konditionell wird überwiegend modal gebraucht, um einen Wunsch, eine Vermutung, einen Ratschlag, eine Möglichkeit oder eine höfliche Bitte auszudrücken. Nur in einem Spezialfall wird das Konditionell auch temporal gebraucht, wenn nämlich in der indirekten Rede der Vergangenheit Zukünftiges ausgedrückt wird. Wenn Lucie sagt, je partirai demain, ich werde morgen wegfahren und ich berichte darüber in der Vergangenheit, sage ich, Lucie a dit qu'elle partirait le lendemain. Lucie hat gesagt, dass sie am folgenden Tag wegfahren würde. In der vorgeschriebenen Zeitenfolge brauche ich hier das Konditionell, aber wie gesagt, es handelt sich hier nur um einen temporalen Gebrauch. Der modale Gebrauch des Konditionell ist häufiger und das gilt ebenso für das Konditionell passé. Für dich in der Schule wirklich relevant sind nur diese Zeiten, die du in den Lektionen deines Lehrbuchs kennengelernt hast und deren Verhältnis zueinander der Zeitstrahl ausdrückt. Schau dir also unbedingt unsere hier verlinkte Playlist zu den Zeiten und Modi des Verbs an. Dort erklären wir die Bildung und den Gebrauch der für dich in der Schule wichtigen Verbformen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich über dein Like und dein Abo für deine bessere Note in Französisch. Merci de ta confiance et à très bientôt pour une prochaine vidéo de Fit für Franze.